Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, ich habe jetzt nachgeschaut, was wir so brauchen, und wir brauchen einen Diamant und wir brauchen Aluminium Blades, die kann man nur herstellen, indem man einen Amboss baut. Und den Amboss habe ich schon mal. Dann bräuchte ich noch einen Hammer. Ah, dafür brauche ich die. Ja, nehmen wir die. So, Sticks. Nein, nicht Aluminiumhammer, bitte. Eisenhammer. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, dann machen wir halt den Aluminium. Der ist zu schwach. Ah, vielleicht geht es nicht, weil das Mod-Sticks sind. Jetzt. Gut. Dann brauchen wir noch eine Redstone-Lampe. Wir haben keine Redstone. Schade. Ja, dann gehen wir runter. Wir machen jetzt zum Beispiel hier unten das Loch. Graben einfach mal tief unter die Erde. So. Ich brauche Redstone. Wo haben wir denn Redstone? Wir haben noch keinen Redstone gefunden. Oh, hier haben wir Aluminium, brauchen wir unbedingt. Und hier stirbt gerade ein Pokémon wegen Zerquetschung im Stein drin. Sind die gespawnt? Ja, da kann ich dir leider auch nicht gut helfen. Okay, wir sind bei der Schlucht wieder rausgekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht schon sterben. Und das ist doch ein... Wir haben einen Spawner gefunden in der zweiten Folge. Cool. Okay, ein Namensschild. Sehr schön. Okay, machen wir hier Spawner. Wir müssen schauen, was es ist. Zombie Spawner. Ich will exakt sein. So. Haben wir den. Und jetzt gehen wir weiter nach unten. Nehmen die Pilzchen mit. Hier haben wir einen Apollo. Einen Apollo 11. Ich brauche doch Redstone oder Diamanten. Ich brauche einen. Ah, wir haben Redstone. Jetzt brauchen wir noch einen Diamanten. Am besten mehrere. Hallo? Grüß dich. Lava ist nicht so gut, wenn wir so vieles hier finden. Wir finden Redstone an Mass hier unten, aber keine Diamanten. Ich will doch nur Diamanten finden. Unser armes Gekabo kann nicht raus. Komm mal ein bisschen raus. Und was ist denn das für ein Bug? Ja, hier ist auch nichts. Diamanten werden leider sehr schwer zu finden sein. Was ist da unten? Ein Nichts. Auf welcher Ebene sind wir? 14. Dann werden wir uns nochmals ein bisschen runter. Ah, hier haben wir schon. Geh weg, geh rein. So, ja. Finden wir Diamanten? Oder finden wir sie nicht? Ach komm schon, jetzt. Das ist hier die Frage. Schaffen wir es in dieser Folge? Diamanten zu finden. Ach, komm schon. Lol, ich hab den Ding gesetzt.
Ich möchte gern den einen haben. Wieder haben. Geh weg. Da drüben ist er. Ja, das habe ich gedacht. Es ist noch mehr hier. Ich will aber... So. Jetzt. Gut, das haben wir. Und jetzt müssen wir uns den Weg hier durchbahnen. Ich werde mal hier gießen. So ausgießen lassen. Hier drüben. Das sieht doch gut nach dem Diamant aus. Nein, natürlich nicht. Ach komm, wir brauchen eine Healing Station. Also es ist schon unsere erste Challenge ohne Pokémon Center zu ohne Pokémon Center ein Ding zu finden. Ein Diamanten, also Healing Station brauchen wir unbedingt, der kostet einen Diamant. Also eine Healing Station ohne Pokémon Center zu bauen und sie dort einfach benutzen, das ist schon schwer. Aber wir schaffen es ja. Wenn wir nur genug lange suchen. Oh Gott. Hallo, geht das nicht hier? Hm. Ah ja, das ist die 1.6... 1.64 und die hat noch nicht schnell... Rüberschiebzeugs. Gute Musik. Ist das eigentlich ein kleines Gekaber? Scheinbar schon. Können wir hier nachschauen? Summary. Okay. Moves. Power. Ordinary. Das ist ein ganz normales. Okay. Gute Mucke. Ich mag so schottische Lieder. Scheinbar ist der Musikmacher Schotte oder so. Es gibt sehr viele Flöten und so Highlander Musikzeugs in diesem Mod. Ja. Und finden wir irgendwas? Scheinbar müssen wir bis zum nächsten Biom durchgraben. Jetzt ist sicher hier oben dran ein Diamanten, wo wir es gar nicht gebrauchen können, weil wir nicht dort nachschauen. Ach komm. Weizen weglegen. Eichensetzling weglegen. Wahrscheinlich sollten wir lieber Strip meinen. Dann machen wir aber ein bisschen weiter vorne.
Ja, schon voller Redstone. Oh. Ja, irgendwie da gibt's so sowieso so viel. Lassen wir einfach liegen. Ja, nachher können wir dann mit Carpenter Blocks das ausbauen. Und so weiter. Also machen wir hier schon mal nicht lecken, bitte, Fraps. Dankeschön. Machen wir hier Strip Mining. Ach komm, wir nehmen die Redstones mit. Tun die Stöcke weg. Nicht Pflastersteine. Können wir so noch einen rauslegen. Aber ich habe es ja wieder aufgesammelt. Ah, wir haben Diamanten. So, was legen wir ab weg? Wo haben wir die Dinger? So. Weg. Gut, Diamanten. So. Ja, wir haben 4, das ist sehr gut. Gehen nach oben. So, und wo sind wir jetzt? Aha, weit weg. Machen jetzt die Workbench. Ja, die Workbench, die Ding. Die Healing Station. Eine Workbench haben wir schon lange. Ich weiß aber nur nicht, wie. Das war doch so. Ah, wir brauchen die Scheiben. So. Und jetzt den Hammer. Ah, nein, nicht wegmachen. So. Kloppen, draufkloppen. Besser draufkloppen. Länger draufkloppen. Ist das schon? Nein. Okay. Wie dünn muss denn das werden? Ach Mann, ich habe schon wieder rechts geklickt. So. Ah. Wie lange muss man das drücken? Jetzt. Ja, wir haben einen. Gut, da haben wir heute schon mal eine Healing Station und alles Mögliche. Vier brauchen wir. Wir machen mehr. Wir brauchen für die finden PC noch welche. Ach, nicht das. Ja, geh weg. Während wir hier rumkloppen, wächst hinten das Zuckerrohr. Und wir, die Zuschauer, die werden Däumchen drücken, Däumchen kraulen, Däumchen irgendwie verquetschen. Däumchen abschneiden. Ach nein. So unfair bin ich nicht, aber es ist ein bisschen langweilig. Und darum rede ich Blödsinn. Der Drago ist gut im Blödsinn reden, wenn es gerade nicht so spannend ist. Der See sieht irgendwie aus wie ein Pokémon oder so. Vielleicht ist es ein Pokémon-See. Kann ja sein. So, jetzt haben wir alle Platten gemacht. Mehr brauchen wir nicht. Komm. Schneller.
So, wir haben die Platten. Jetzt können wir das machen. Diamant, Eisen. Ach Gottchen. Jetzt Healer, Healing Station. So, jetzt brauchen wir noch eine Redstone-Lampe. Die Healing Station machen wir 1, 2, 3, 4. Komm, wir machen das einfach jetzt hier hin. Und jetzt noch ein PC. Ein PC, zuerst Redstone. Eine Redstone. Zuerst Glowstone, meine ich. Glowstone. So anordnen. So haben wir 4. Und jetzt hier ringsum den Redstone. Redstone-Lampe. Und jetzt muss ich raten, wie das so war. Ich glaube, die Platten... Oh, wir haben eine Platte zu wenig. Ich muss noch gießen. Haben wir hier noch... Ja, Bauxit. Oh. Legen den Shop mal hier rein. Ein Holz möchte ich aber behalten. Ich möchte Tropenholz behalten. Werkbank rein. Eucalyptus Seeds. Den möchte ich auch. Lapis dazu, die kann man reinlegen. So. Ein Glowstone. Eine Lampe haben wir. Das Glowstone ist zu viel. Gut. So, jetzt müssen wir halt nochmals die gleiche Tortur machen. Habe ich mir, müssen nur einen machen, genau. Oh, hier haben wir Stollor. Stollunior, nein, Stollurior sind die ganz klein. Ah, weiß es nicht. Aber wir heilen mal den kleinen Zwuckel. Den kleinen Gecko. So. Ich hoffe, ich weiß es auswendig. Also, ein bisschen rum operieren. Nein, so nicht. Ach, komm schon. Ah, was war es? Was war es? Okay, schauen wir nach. Ah, wahrscheinlich Aluminium. Nö. Dann schauen wir mal nach. Glas und Redstone. Ja, die Aufnahme scheint weiterzugehen. Gut. Und jetzt brauchen wir also. Was haben wir jetzt gesagt? Oh Gott. Glas brauchen wir. Ja, hier drüben können wir ein bisschen Glas Sand abbauen. Ah, hier unten. Hier schaut niemand rein. Das machen wir sowieso dazu. Und hier haben wir eine schöne Höhle. So. Jetzt nach oben. Und dann Glas brennen. Also Sand brennen. Oh, jetzt habe ich hier drauf gedrückt. Das will ich nicht. Weg da. So. Ich will lieber eine neue Axt bauen. Und dann mal den Boden weitermachen. So. Komm. Und dann können wir endlich mal mit den Pokémon anfangen. So. Dschungelbäume sind schon schön.
Ich mag das Holz. Machen wir den Baum hier dem nächsten erstmal ein bisschen weg. So. Und jetzt sollte das Glas fertig sein. Ich glaube, wir haben genug. So, und wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, es geht. PC-Sortiersystem online. So. Gut. Dann möchte ich die Sachen einsortieren, die ich nicht brauche. Die nehmen wir mit. So. Also. Wir gehen jetzt Pokémon trainieren. Und danach bauen wir das Haus. Wir könnten jetzt zum Beispiel dieses einsetzen. Gegen dieses kämpft, das ist zwar stark, stärker als wir, aber dafür im Nachteil, glaube ich. So. Absorb. Critical Strike. Das ist nicht gut. Nochmals, komm. Komm. Wir haben noch keine Büsche gefunden. Wir müssen Büsche suchen gehen. Und wir sind Level 10. Von Level 6 auf Level 10. Sehr schön. Jetzt können wir danach Pokémon fangen. Wir brauchen aber eben die Pokébälle aus den Büschen. Jetzt ist schon wieder alles sortiert. Ich mag die Autosortierfunktion nicht. Aber die ist, glaube ich, auch auf R, damit wir mal unser Inventar sortiert. Also, ich möchte jetzt erkunden. Wir gehen jetzt mal zu diesem Berg dort hinten. Der interessiert mich ein bisschen. Und suchen nach den Büschen. Sonst müssen wir die nämlich ercheaten und das ist nicht so gut. Ich will alle finden, das ist die Challenge. Ich will so wenig cheaten wie möglich, außer teleportieren natürlich. Aber das ist dann auch nicht mehr so das Gecheate. Oh, ein Onyx. Ein Onyx-Kopf. Hier ist nix. Dann gehen wir mal nach oben. Dort ist ein Relaxer, hier ist ein Pokéball. Mit einer TM Work Up. Das ist wahrscheinlich aufrappeln oder so. Keine Ahnung. Da müssen wir die Beschreibung dann lesen. Hier haben wir. Ah nein, das ist kein Busch. Gibt's die überhaupt? Die waren doch mal so häufig. Oder falsches Biom. Ich denke mal falsches Biom. In den Bergen habe ich wirklich noch wenig gefunden. A Legendary has spawned in einem Ozeanbiom. Ist das ein Ozeanbiom? Können wir das mal anschauen? So, wir haben die Körner. Und jetzt schauen wir das mal an. Hier nehmen wir ein bisschen rote Ding mit. Die brauchen wir zum Färben nachher. Ich will natürlich auch rote und gelbe Wolle haben. Und orange. So. Hier haben wir einen Busch, aber der ist der falsche Busch. Auch von einem Mod. Nehmen wir mit. Schafe haben wir hier oben. Okay, muss ich mir merken. Hier unten haben wir wieder Büsche. Gehen wir hier runter. Überleben wir das? Ja. Easy. So, als ich mir den Busch mitnehme, also sind alles die gleichen Büsche, dann nehme ich den großen Busch dort nicht mit. Ich möchte hier oben
den Busch hier mitnehmen. Also die Setzlinge von diesem Busch. Hopseed ist das, glaube ich. Ja. Gut. Und wo haben wir denn das Legendary? Ist das Kyogre? Das ist ein Wasser-Legendary. Also das ist das Ozean-Ding. Das Ozean-Biom. Gut. Und wo ist denn das Biom? Was ist ein Turtok? Ah, Tentacool. Ich habe Turtok verstanden. Ja, das könnte längere Zeit dauern. Wir könnten wieder Game Mode benutzen. Ja, machen wir. Einfach zum Zeigen. Und suchen wir mal dieses Pokémon. Ah, ich könnte den Pokeradar Mod noch installieren. Der wäre nicht schlecht. Ist zwar auch wieder ein bisschen gecheatet, aber dann finden wir wenigstens die richtigen Pokémon schnell und so. Oder vergessen kein Shiny zu fangen. Also übersehen kein Shiny. Also hier irgendwo muss das Pokémon sein. Aber leider können wir hier lange suchen. Oh Gott. Eine überbevölkerte Insel. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es nicht. Und wir haben einen unendlichen Ozean. Also wenn man wenigstens ein bisschen das Gebiet eingrenzen könnte, ja. Aber wir finden nichts. Und wir werden auch nichts finden. Schade. Ich hätte es gerne gezeigt. Ich hoffe, es ist Kyogre und es bleibt. Aber ich glaube, wenn man rausgeht, dann verschwindet's. Hier ist ein Cedra King. Ah, das ist nur grau. Ich sah aus wie orange. Schade. So schade, ich hätte es gerne gefunden und euch gezeigt, hier hat es Wassersteine. Ja, was soll man dazu sagen? Nichts, nicht viel. Gehen wir wieder zurück. Und machen Game Mode aus, dieser Cheat-Modus da. Ah ja, einen Garten sollte ich schon machen. Ich mache einen Garten. Dazu brauche ich das Eisen. Ich muss hier eine Hacke bauen. So, Eisenhacke. Und den Eimer. Machen wir einen unendlichen Brunnen. Machen wir den Garten hier unten. Das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir keinen unendlichen Brunnen. Hier drüben möchte ich das Ding einsetzen. Gersten, aber zuerst hier. Diese Gersten möchte ich setzen und die normalen Samen für Weizen. Und dann mache ich hier drüben, sagen wir hier, die Büsche hin. Und jetzt füllen wir noch den Eimer mit Wasser. So. Die Themen können wir reinlegen. Gut, Hopseed, Zeugs, Baumwolle. Na gut, heilen müssen wir eigentlich nicht. Hier ist ein Mampfaxo, glaube ich. Ja, da müssen wir weiter erkunden. Ich will nämlich die Büsche. Ich will ein Pokémon fangen, sofort. Oh, wir haben es nicht leicht, das Challenger.
Hier sind zum Beispiel die Gersten. Da könnten wir noch mehr Samen abzweigen. Einsammeln, aber wir haben genug. Also Gersten brauchen wir eigentlich gar nie. Wir erkunden die Gegend nach den Apikokos. Gehen wir mal hier entlang. Oh, hier hat es einen interessant aussehenden Berg. Ich glaube, das ist da einfach das falsche Biom. Ah, hier können wir ein paar Dinge nehmen. Kürbisse. Ah, lassen wir hier. So. Was mir auch auffällt, ist, es gibt wenig Türme. Sonst habe ich immer die ganze Zeit Türme gesehen. In jedem Biom ungefähr 20 Stück. Aber diesmal sind irgendwie... Nur einen habe ich gesehen, also immerhin klappt der Mod. Aber irgendwie kann es sein, dass irgendwelche Mods nicht kompatibel miteinander sind oder so. Keine Ahnung. Wer weiß. Aber neu anfangen will ich jetzt nicht, nur weil die Mods nicht generieren. Und vor allem, wo zur Hölle sind die Apikokos? Kann doch nicht sein, dass wir gar keine finden. Hier haben wir wenigstens einen Donnerstein. Und hier haben wir einen roten Taboga, das ist ein Boss. Ah, hier haben wir wenigstens eine Wüste und hier haben wir ein unsichtbares Item. Was ist das? Choice Band. Choice Band gebe ich dir. Ein Boss scheinbar. Ja. Einen roten Boss. Es gibt vier Farben. Rot sind die stärksten, gelb sind die zweitstärksten. Dann gibt es noch grün und blau und die weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, grün ist das leichteste. Hier haben wir einen Hydra. Libeldra King, genau. Oder einfach nur Libeldra, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Libeldra ist die Zwischenversion, die Zwischenentwicklung. Also. Hier ist eine Wüste. Eine große, große Wüste. Aha. Und die Wüste ist endlos. Wir nehmen hier einen Kaktus mit. Solche Kaktusse. Und solche Kaktusse. Eine Kaktusin. Ah, hier haben wir ein Schneebiom. Ein Tundra. Oder Tiger. Ich glaube, das ist Tiger. Ja, Tiger. Einen Blattstein haben wir. Sehr schön. Und hier haben wir das erste Apikoko. Also die gibt es wirklich nur in bestimmten Biomen. Und ich kann das nicht abzweigen. Gib mir eine freie Hand. Jetzt geht's. Also immer freie Hand machen, um die zu gewinnen. Und hier haben wir nochmals einen gelben. Ich brauche aber rot und blau für Superbälle. Das ist das Wichtigste. Hier haben wir einen schwarzen. Ah, könnten wir eigentlich Hyperbälle herstellen? Wäre doch auch ein Ding, oder? Da haben wir das zumindest mal. Aber ich schaue trotzdem noch weiter. Oder wir schauen das nächste Mal weiter, weil ich sollte die Aufnahme beenden. Tiger. So.
gehen zurück, pflanzen das an und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Pixelmon vom Drago, das Let's Play. Das hoffentlich unendliche Let's Play. Und ja. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Ich habe euch euer Interesse geweckt und sonst, ja, mir egal. Nein, mir egal nicht, aber eben, wenn nur ein paar Parts schaut oder gar keine Parts mehr, dann ist es mir auch egal. Aber ich sorge dafür, dass es spannend bleibt und auch immer spannend sein wird. Und eben, ihr könnt da viel mitwirken. Also, tschüss.